setzen. Junge, Junge, Junge. Ich weiß auch nicht. Hey, weißt du was? Es ist auch wieder schon wieder so kalt drin. Es schüttelt mich. Ja. Nur Fritz, kümmerst du den Haar? Wird mich dann wohl zum Singen ablangen? Remo, guck mal, was hast du da gemacht? Ja, da hin. Ja. Was machst du denn mit Kriegen? Ja. Komm, jetzt probieren wir uns einen Operator Wien. Ach, jo. Das ist ja wunderbar. Hey, ich bin nämlich rappig derweise. Muss. Ja, bloß auf. Hey. Ich war in Suden. Heute war es besagt und Ben, weil nach der große Hain schon zieht, ewig und drei Tage gesperrt ist, ein Rennen-Einnummer gelutscht. Ja. Besser, hey. Stoll war Knopf, um halbe Mark und dann am Schlagenfurt Nummer. Genau. Keine schlechte Idee. Ja. Hä? Du bist ohne größten Schnall zu Fuße, als wenn du mit dem Auto erbreden, dein Drehner Grund oder hinkriegen, aber Album wäre. Was ist da? Da soll ich mir nach mir getan. Aber wie es Unglück gewählt, bin ich üs gerutscht und hätte gesterbt. Ja, es hätte wohl ein Schmatter getan. Oh, wei. Jo. Und was essen wir mit den alten warmen Knochen? Das wird sich schon wieder ändern, das wird schon wieder warm. Ach nee. Hey, aber Schockschwärmnot! Wie lange soll denn das bloß nach Türe? Mensch! Ja, was meinst du damit? Kann dann nur die Stortverwaltung von unten auf eine Strahle machen? Also ein bisschen vorwärts. Lieber guter Gott, der Nacht! Die Kunst Jens und gar nicht! Hey, von da kann ich dir so ein Männchens Lied gesingen. Nee. Ich meine die buchherrschaftlichen Planer und Bauleiter und dieser Jense Verwaltungsapparat. Hey, wann ich Verwaltung höre, dann kommt mir das Assen von der Kindteufel hoch. Ja, ich will dem was bei. Diese Straßenkratzer, die sollten sich wohl schämen, dass so eine Kleinigkeit über zwei Monate oder nochmal zu hantieren. Das geht nicht vorwärts. Nein. Weißt du denn aber heute, Erich, wie so ein Bauprojekt im Allgemeinen abläuft? Erst kommt Begeisterung. Jeder ist begeistert. Wunderbar. Dann kommt Ernüchterung. Ernüchterung. Und dann, wenn es jetzt so rasch geklappt hat, dann sehe ich uns entschuldigen. So. Entschuldigen Sie mich. So, wird er jetzt mit der Bestrafung der Unschuldigen. Und am Ende, da käme die Ehre, die Ehrung der Bimmelbulben unbeteiligt. Mit Shake Hands und hochgantitelten Geschwatzen. Ja. Vater im Himmel. Es ist eine Schande, muss dann liegen, hey, auf der Nase zugemut werden. Weißt du denn, wo er aber leid, was das für einen bedient, da in Suden arbeitet? Inkäufe wählen, wie ein Doktor muss und so weiter. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Das sind, aber im Düben gereicht, das sind 1500 Kilometer. Seit es Fährreiche. Das bringst du nicht. 1700 Kilometer ungefähr. Stimmt. Ich bin dann mit meinem Backstein in die Schule gegangen. Ja. Zuerst los, wie gesagt, für jeden Einzelnen. Und die Maren und Maren, du Rimm und. Ach, er darf bloß. Ja, verspreche ich. Einspreche ich. Das Baustellenmanagement. Das bricht eine Reformation. Ja, überall. Und nicht nur hier bei uns im großen Heine. Überall. Du musst ein Karl haben wie Martin Luther. Ja. Da hat er gesagt, gut, das ist im Sommer mal ein bisschen Vierhorn oder Schlag. Fritz, ja, her. War ich so ehrlich.
Die Krähen, die machen sich aber solche Kleinigkeiten. Er wollte keine Gedanken. Wann es aber wo auf Jens Deutschland hochreich ist und so weiter, dann lass gut sehen. Wann nee, aber alles unreicht in dieser Wald, uns aufreich und da war mir zwei wieder oben, nicht mehr fertig. Und mein, und aber mein Eulen. Der einzige Möglichkeit, Kilometer zu sparen, ist einfach, wenn ihr eingeholfen. Ja, wenn ihr eingeholfen. Da habt ihr euch schon gemerkt, nee, wie uns im Kühlschrank, ne? Du isst so wenig drin, dass ich den miese Blutblosen läufe. Ne? Gut, dass man ab und zu mal eine Schracke abgeschnitten kann oder eine Ärztekammer. Siehst ihr jetzt nur nach Fattenbrot? Oder weißt du was? Nachschlemmer, Edelbrot. Ja, und weißt du was? Edelbrot, das kann ich nicht vertreiben. Ja, da krieg ich mich wie Fuhne. Nur du. Hey. Das ist furchtbar, sowas alle. Ja. Was ist denn du eigentlich los im Heim? Wurst du da musst du? Und? Wie sind sie dann? Ach, nee, meine Jo. Ich habe dort, ich träume mit eurem nicht, wie ich das gesehen habe. Sie wollten da schon im Frühjahr, wollten sie schon anfangen. Und dann haben sie Ende August, da haben sie die Sperrschüre aufgestellt. Genau. Und dann haben wir nach 14 Tagen gewartet, und gelührt, bis der erste Spatenstich kam. Ja, genau. Nee, aber weißt du mal, ich war da. Ich habe gehört, sie haben in der Zeit über das Gefälle diskutiert. Wie denn? Die Straße, die ist da schon immer so stickel, da gibt es schon immer so Stickelnuff. 13,5%. Soll dann das Wasser am Menge Bad auflesen? Oder immer schon. Aber es nur links oder rechts läuft halt. Jo, das ist für euch gar nicht so einfach. Unfassbar. Hey, und weißt du, was ich nachgehört habe? Wie die Straße fix und fertig war. Asphalt drauf, alles. Und sie wollen bemerken, dass es Breitbandkurbel nach Gleit fahren muss, von oben bis oben, Männer. Ja, das sind wie die Damenkämpfe. Es ist nicht zu klein. Komm, lass uns noch einen Tropfen trinken. Ja, schmeckt mir mal hin, gell. Da oben Lehrer Wien, da schmeckt das ja wieder besonders gut. Ja. Aber eigentlich geht es ja, oder? Oh, Röder ja. Meißner Blick. Was? Was ist das Fläppchen? Jo. Ach, wunderbar. Prost. Ist jetzt schon besser im Hals. Hey, mit der neuen Straße, das wurde aber irgendwo ziehen. Ja, das ist gewusst. 40 Jahre. Und sind nur die Löcher zugeschmiert. Nur immer Löcher zugeschmiert und Wetter. Und die siedlichen Striche, die sind immer Wetter in den Mitten gemalt worden. Jetzt konnte sich kaum noch begreifen. Statt an den Rander muss ein bisschen was zu reparieren. Und wir, was haben wir gemacht, wenn uns der Korn einen und einen kaputt gefahren. Ja, schön, ich brauche das Weiße kennen. Ne? Alles schön und gut, aber ehrlich, das haben wir auf die Uhr gelegt. Mensch, lieber Herr Nio. Jetzt aber ohne, ab in der Singschule, die Christoph-Lehrer wurden. Jo. Christoph ist mal euch im Boden, Werner. Jo, ja. Erstmal nach Rem. Ja. Jo, dann, wunderbar, erst die Strecke, komm. Ach, Prost. Prost. So. Hey, Herr, wir haben bloß hier, ja, das kleine Stückchen Straße, oben vom Heide runter bis oben ins schönste Dorf vom Werner Missener Kreise. Du hast kein Geld mehr, du, ey. Das wird nicht wissen, wo ich bin. Gleich bist du der Wanderer. Ja. Wenn dann die vielen Touristen nicht im Schritttempo ins Dorf fahren, dann muss er sich abends Müll zu holen. Und ich weiß, wo er war, Erich. Ich weiß es. Sie sterzt an, wie der am Geholper und gerumpelt wie das Gebiss ist da stehen. Hey, komm! Die Worte sind auf unsere Wünsche!
mal los, dass ich vielleicht mal ein bisschen stärker mache, da wir sind es doch wieder. Wie ich wollte, ein Wanderwagen, glaube ich. Ja, oh ja. Gut.